Hi und herzlich willkommen zu Zukunft Erde. Heute mit dem spannenden Thema Neuanfang. Bleib dabei und entdecke, wie du deine Vergangenheit hinter dir lassen kannst und neu durchstarten kannst. Wir möchten gerne Gott einladen, dass er bei diesem überaus wichtigen Thema heute da ist und werden noch gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir laden dich ein, dass du hier und jetzt zu uns heute redest, dass wir deinen Willen für unser Leben erkennen. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Es war der 7. Dezember 1941, Tag des Angriffs der Japaner auf Guam. Guam, dort war ich selber, das ist eine Insel, die wie ein Felsen mitten im Pazifik liegt. Und an diesem Tag, der 7. Dezember, fiel Guam in die Hände der Japaner. Guam ist ungefähr nur halb so groß wie Berlin und es ging also ziemlich schnell, dass diese Insel in japanischer Hand war. Aber ungefähr drei Jahre später, am 21. Juli 1944, eroberten die Amerikaner diese Insel zurück. Hunderte Japaner wollten der Gefangenschaft entgehen und sind dann geflüchtet in den Dschungel von Guam. Man hat viele Japaner ausfindig gemacht, aber nicht alle. Einige hausten dort im Dschungel weiter und hofften auf Kriegsende. Der Krieg war dann bald vorbei. Die Japaner sind wieder nach Hause gegangen, aber nicht alle haben verstanden, dass der Krieg wirklich beendet ist. Wir sind jetzt im Jahr 1960, immer noch in Guam. Eines Morgens 1960 entdeckt ein Einheimischer, ein Amerikaner in seinem Garten zwei merkwürdige, zerlumpte Gestalten. Als sie ihn bemerken, hauen sie einfach ab. Der Amerikaner trommelt seinen Nachbarn zusammen und sie versuchen dann, diese Japaner einzufangen, die dort im Dschungel sich versteckten. Diese beiden Männer haben sich insgesamt, Achtung, sage und schreibe, 15 Jahre nach Kriegsende immer noch vor dem Krieg versteckt. Wow, was für eine lange Zeit, oder? Unglaublich. Man versuchte den beiden klarzumachen, dass der Krieg längst aus ist und vorbei sei, dass sie nach Hause gehen könnten, dass ihre Familien auf sie warten würden. Doch die beiden weigerten sich, denn sie dachten, das hier ist nur eine Foltervariante. So hat man Folgendes gemacht. Man hat dann die Behörden eingeschaltet, die dann mit den Japanern in Kontakt getreten sind, hat eine Telefonleitung gelegt nach Japan. Als dann schließlich die Eltern oder die Familie der Japaner, die sich im Dschungel versteckt hatten, dann mit ihren Familienangehörigen, mit den Japanern im Gespräch waren, dann endlich glaubten die beiden Japaner, dass das hier kein Trick ist, dass der Krieg wirklich vorbei ist und sie sind dann nach Hause zurückgekehrt. Was war das für eine Freude, als sie endlich dort waren. In einem modernen Flugzeug, in eine neue, moderne Gesellschaft, zurück nach Japan, ohne Krieg, wieder in Frieden und Sicherheit zu sein. Ich frage mich, was haben diese beiden Männer wohl die 15 Jahre dort im Dschungel in Guam gedacht? Geht es uns nicht manchmal heute genauso? Wir sind ständig auf der Hut. Wir ähneln unseren tragischen Helden in gewisser Weise. Wir sind immer kampf- und abwehrbereit. Überall, ob das in der Familie ist, als Eltern, in der Ehe oft auch, am Arbeitsplatz. Wir kämpfen und versuchen irgendwie zu überleben. Wir funktionieren, wir sind wie Maschinen. Dann gibt es manchmal Ängste, Zweifel und Sorgen, der Burnout, Depressionen machen uns fertig. Wir fragen uns, wie geht es weiter? Und wir suchen nach Sinn, nach Glück, Sicherheit, aber wir finden es nicht. Ist es möglich, dass wir auch unseren Helden hier ähneln, dass wir wie ein System nur noch versuchen, irgendwie weiterzuleben von Tag zu Tag, aber tief drin unzufrieden sind, voller Zweifel, Misstrauen uns selbst gegenüber? Wir alle sehnen uns nach einem echten Leben, voller Friede, Freude und Glück, nach Sicherheit, nach einem Neustart. Wie schön wäre es, wenn wir einfach mit Jesus neu anfangen könnten, oder? Wenn wir all unsere Schuld, unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere negative Entscheidungen in der Vergangenheit nehmen könnten und sie in ein Loch verbuddeln könnten und sagen, hier bleibt jetzt das Negative aus meiner Vergangenheit. Ich starte zu einem perfekten, reinen, vollkommenen Leben. Heute bin ich hier, um dir zu sagen, dass dies möglich ist. Jesus Christus kann dir einen Neustart, einen Reboot geben. So ein gewaltiges Update, dass alles anders wird in deinem Leben. Ein Leben voller Freude, Liebe, Trost in den größten Krisen deines Lebens.
Wie ist das möglich? Wir möchten gerne heute die Bibel zu uns reden, hören und gemeinsam entdecken, wie wir mit Jesus einen Neustart erleben können. Worte von Menschen, die von uns gehen, die uns für eine gewisse Zeit verlassen, wegen einer Reise oder wieso auch immer. Diese Worte sind besonders gewählt, besonders die letzten Worte, die Abschiedsworte. Wenn ein Mensch stirbt und nochmal seine Familie um sein Bett versammelt, um sein Totenbett, dann wählt er auch seine letzten Worte mit Bedacht. Letzte Worte, Abschiedsworte sind entscheidend. Kurz bevor Jesus in den Himmel wieder aufgefahren ist, hat er auch seinen Jüngern letzte Worte mitgegeben. Und diese letzten Worte finden wir in Matthäus Kapitel 28, die Verse 18 bis 20. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt, predigt ihnen von der Liebe Gottes, lebt ihnen die Liebe Gottes vor, dann macht sie zu Jüngern, zu meinen Nachfolgern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie euch alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Hier in diesen letzten Worten Jesu finden wir ein Rezept, die Idee, das Konzept des Neustarts, denn das ist die Taufe. Die Taufe kommt im Neuen Testament ungefähr 80 Mal vor. Ja, sogar mehr noch als 80 Mal. Wenn Jesus über die Taufe in seinen Abschiedsworten redet, dann muss die Taufe entscheidend und wichtig sein, oder? Über die Form der Taufe gibt es heute viel Verwirrung. Die einen sagen, ja, diese Art der Taufe ist richtig, die anderen sagen, nein, diese Form ist biblisch und korrekt. Welche unterschiedlichen Arten der Taufe gibt es denn heute? Einige Menschen lassen ihre Kleinkinder taufen durch Besprengung. Da kommen dann einige Tropfen auf ihre Kinder. Andere wiederum besprengen ihre Kinder nicht mit Wasser, sondern gießen Öl über ihren Kopf. Manchmal sogar auch bis zu dreimal. Ich habe einmal von einer anderen Form der Taufe gehört, fand ich interessant. Ob das biblisch ist, sei dahingestellt. Da sagte ein Pastor, ich möchte gerne, dass die Taufe etwas Besonderes wird. Und ich werde hier einen Menschen taufen mit Rosenblättern. Und er nahm Rosenblätter, legte sie in einen Behälter, schüttete sie dann auf über den Kopf einer Person und der Mensch war getauft. Ist das biblisch? Ist das richtig? Die wahrscheinlich ungewöhnlichste Form der Taufe ist folgende. Da war wieder ein Pastor, der hat sich gedacht, ich möchte gerne meine Kinder taufen, aber im Schnee. So hat er eine Schneetaufe durchgeführt. Also raus mit den Kindern in den Schnee und dann waren sie getauft. Die Kirchenmitglieder sagten dann zu ihm, lieber Pastor, das ist doch keine biblische Taufe, oder? Und der Pastor antwortete, naja, Moment mal, ob das Wasser jetzt flüssig ist oder fest, spielt doch keine Rolle, oder? Spielt das wirklich keine Rolle? Was sagt das Wort Gottes zu uns? Welche biblische Form der Taufe ist richtig? Warum sollen sich überhaupt Menschen taufen lassen? Was passiert dann bei der Taufe? Und die viel wichtigere Frage ist, möchte Gott auch, dass wir, dass du und ich, dass wir uns taufen lassen, falls wir es noch nicht sind? Vielleicht ruft Gott uns heute auch auf, dass wir uns erneuert taufen lassen. Aber zuerst wollen wir anfangen, über die Form der Taufe nachzudenken. Hier haben wir in Epheser Kapitel 4, Vers 5 folgende Worte. Epheser 4, Vers 5 und dort steht, es gibt wie viele Herren? Ein Herr, wie viele unterschiedliche Glaubensrichtungen, ein Glaube und wie viele unterschiedlichen Taufarten, eine Taufe. Ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Die Bibel spricht also hier von einer Form der Taufe. Es gibt nur eine biblische, richtige Form der Taufe. Wie wurde denn Jesus getauft? Schauen wir uns das Vorbild von Jesus einmal näher an. Wie wurde er getauft? Und das finden wir in Markus Kapitel 1, Vers 9. Markus Kapitel 1, Vers 9. Und dort sagt die Bibel, und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Wo wurde Jesus getauft? Im Jordan. Also offensichtlich nicht durch Besprengung, sondern er wurde durch Untertauchen getauft, denn es war im Jordan.
Der Text geht so weiter in Johannes 3, Vers 23. Aber auch Johannes taufte in Enon nahe bei Salim, weil was dort war? Viel Wasser. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Eine echte biblische Taufe setzt voraus, dass sich Menschen taufen lassen durch Untertauchen. So wie es auch bei Jesus war. Hier haben wir den Jordan, ein Originalfoto. Als Jesus getauft wurde in dem tiefen Wasser, da kam der Geist Gottes über Jesus wie eine Taube, darüber reden wir später nochmal. Und Jesus wurde bevollmächtigt, hier mit seinem Dienst auf der Erde anzufangen. Matthäus 3, die Verse 16 und 17. Da wird es beschrieben, Matthäus 3, Vers 16 und 17. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, also er war im Wasser, und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und auf ihn steigen. Hier kommt der Geist Gottes herunter und Jesus hört dann diese Stimme vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier sind zwei Dinge passiert. Da ist Heiliger Geist, ja, also der eine Teil der Dreieinigkeit, und dann haben wir Gott, der Vater, der ja auch in Aktion tritt, der sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Mein lieber Freund, wenn du in das Taufbecken gehst, hörst du vielleicht keine hörbare Stimme aus dem Himmel, aber in deinem Herzen sagt Gott zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen, dich liebe ich über alles. Du bist so wertvoll in meinen Augen. Es ist wunderbar, seinem Vater oder seiner Mutter eine Freude zu machen. Es ist genial, wenn man einem Menschen, den man liebt, etwas Besonderes zu tun. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn man weiß, ich gehe in das Taufbecken und ich bereite meinem himmlischen Vater eine Freude. Du gehst in das Taufbecken und sagst, Jesus, ich mache das hier für dich. Und hörst in deinem Herzen diese Stimme, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. In dir habe ich wohlgefallen. Dann sagt die Bibel, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus kam. Aber Moment mal, wurde nicht Jesus schon vorher durch den Heiligen Geist gezeugt? In Maria hat der Heilige Geist nicht Jesus auch schon woanders begleitet? Natürlich. Aber warum sagt denn hier die Bibel, dass der Heilige Geist wie eine Taube über Jesus kam bei seiner Taufe? Also hier geht es darum, dass Jesus Vollmacht, Kraft empfängt von Gott für seinen dreieinhalbjährigen Dienst, der jetzt hier anfängt. In anderen Worten, das bedeutet praktisch für uns, wenn du in das Taufbecken gehst, dann sagst du zu Jesus, ich bin schwach, aber du bist stark. Ich möchte gerne deine Stärke, Vollmacht und Größe haben für mein Leben, deine Liebe. Und ich möchte gerne dir nachfolgen, dir dienen, anderen Menschen von dir erzählen, durch mein Leben und auch durch meine Worte, durch all das, was ich bin und was ich habe. Verstehst du, warum Satan nicht möchte, dass du getauft wirst? Er will nicht, dass du diese übernatürliche Energie erhältst, diese Kraft Gottes, diese Liebe Gottes in deinem Leben. Satan wird alles unternehmen, mein Freund. Hör mir genau zu. Er wird alles unternehmen, damit du dich niemals bewusst erstmal für die Taufe entscheidest und damit du dich auch, er will auch nicht, dass du dich selber taufen lässt. Aber sag ganz Ja zu Jesus. Und wenn du 100% ihm nachfolgst, hat der Teufel keine Macht über dich. Denn Jesus ist stärker als Satan. Er hat ihn bereits schon besiegt. Die Taufe ist wie eine Hochzeit. Hey, bist du verheiratet? Also ich bin es. Hier siehst du meinen Ring. Und verheiratet zu sein ist etwas Wunderschönes. In guten und in schlechten Tagen den besten Freund, den Partner an seiner Seite zu haben, durch dick und dünn zu gehen, das ist etwas Geniales. Geliebt, wertgeschätzt, angenommen zu werden. Gemeinsam ein Ziel vor Augen zu haben, die Wiederkunft Jesu, anderen Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Also Ehe ist etwas Geniales. Ich kann mich noch gut daran erinnern, damals, meine Hochzeit, da gingen die Türen auf, da kam dann der stolze Schwiegerpapa hinein mit meiner Frau Rebecca und sie war heute immer noch damals wunderschön, ganz in Weiß gekleidet, grandios. Und das war einer der schönsten Momente in meinem Leben, als ich sie dann auf mich zukommen sah. Meine Frau, meine Braut, meine Rebecca. Als dann mein Vater, der uns getraut hat, mich fragte, Daniel, willst du in guten und schlechten Tagen für deine Frau da sein, sie lieben und so weiter. Was habe ich dann gesagt? Ich habe mich geräuspert und gesagt, Moment mal, ich brauche noch ein bisschen Minuten Bedenkzeit. Ich gehe mal kurz raus,
Ich muss mal überlegen, ob das jetzt wirklich richtig ist, was ich hier tue. Nein, ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich was tun werde, dass ich Ja sage. Und ich habe dann Rebecca auf die Stirn geküsst. Also mir war klar, ich möchte Ja sagen zu Rebecca, weil das das Beste und das Größte in meinem Leben ist. Zusammen mit der Frau durchs Leben zu gehen, die Gott mir geschenkt hat. Eine Ehe, eine Hochzeit ist etwas Geniales. Wie viel mehr dann eine Taufe, oder? Dann heiratest du nicht einen Menschen, sondern du heiratest Jesus Christus. Er sagt Ja zu dir und du zu ihm. Was gibt es Größeres und Schöneres, als mit Jesus durchs Leben zu gehen? Gehen wir nach Griechenland. Hier eines der bedeutendsten byzantinischen Klöster in Griechenland. In dem Kloster gibt es ein Fresko, also ein Gemälde von der Taufe Jesu aus dem 11. Jahrhundert. Wie wird Jesus hier getauft? Durch vollständiges Untertauchen im Jordan. Auch das älteste Gemälde, Fresko, aus dem 4. Jahrhundert von einer Kirche zeigt uns das. Jesus wurde durch Untertauchen getauft. Also nicht durch Besprengung oder durch Begießung. Denken wir zurück an den Äthiopier. Das ist eine faszinierende, eine spannende Geschichte aus dem Wort Gottes. Da war Philippus, ein Mann Gottes. Er hatte in Samaria gepredigt, da kommt der Heilige Geist über ihn. Und er führt ihn zu einer Straße nach Afrika, die Gazastraße. Auf dieser Straße trifft Philippus den Äthiopier. Dieser Äthiopier, das war ein kluger, ein reicher Mann. Er war ein Kämmerer von dem Finanzminister Äthiopiens. Beziehungsweise er war der Finanzminister des Königs von Äthiopien. Dieser Äthiopier kam nach Jerusalem, um anzubeten. Und er las dabei die Prophezeiung des Propheten Jesaja aus Kapitel 53. Da erscheint Philippus und fragt ihn, verstehst du, was du liest? Und Philippus offenbart und erklärt ihm und legt ihm das Wort Gottes aus. Der Äthiopier versteht diese Prophezeiung. Er begreift, okay, es geht hier um Jesus Christus. Und da sagt der Kämmerer, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kam sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Hier war der Heilige Geist machtvoll am Wirken. Wenn immer Menschen mich fragen, Daniel, was hindert mich denn getauft zu werden? Dann weiß ich, Gottes Geist ist am Wirken. Als Pastor erlebe ich das immer wieder. Da sind Menschen, da ist ein junger Mann gerade in meinem Umfeld, der auch die Entscheidung getroffen hat, ich möchte mich taufen lassen. Wann endlich ist es soweit? Und er hofft, dass er jetzt im Sommer getauft wird. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen die Entscheidung treffen, ja, sie wollen getauft werden. Ja, was hindert mich denn? Fragen dann einige dieser Menschen, getauft zu werden. Wann endlich kann ich getauft werden? Vielleicht fragst du dich heute auch, ja, was hindert dich denn, getauft zu werden? Vielleicht ruft Gott dich heute auch auf, eine Entscheidung für die Taufe oder für die Wiedertaufe zu treffen. Heute, in diesem Moment, entscheiden sich Hunderte von Menschen, ja Tausende auf der ganzen Welt für die Taufe. Und vielleicht bist du einer von ihnen. Hier, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in Europa, wo auch immer du gerade bist, Gott ruft dich. Antworte auf seinen Ruf. Der Äthiopier fragte, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide hinab in das Wasser. Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. Das hier ist eine biblische Taufe. Der Täufling und Philippus oder derjenige, der ihn tauft, sie gehen ins Wasser. Dann merkt Philippus, dass eine Hand über ihn, das ist derjenige, der tauft und er sagt dann, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eine Taufe durch Untertauchen im Wasser. Ein Symbol hier dafür, dass dieser Mensch gereinigt wird von all seinen Sünden und der Äthiopier erhält den Heiligen Geist. Übrigens, der Äthiopier war aller Wahrscheinlichkeit nach der einzige in seiner Familie, der ein Nachfolger Jesu wurde. Der Äthiopier hatte keinen Kontakt oder keine Gesellschaft, die ihn begleiten konnte in seinem Glauben. Er war alleine im Glauben unterwegs. Wo auch immer du bist heute, wo auch immer Gott dich heute ruft, vielleicht bist du auch die einzige Person in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft, vielleicht auch in deinem Land. Und du sagst, ich möchte gerne Gott treu sein und Gott nachfolgen. Dann geh diesen Schritt des Glaubens vorwärts. Ich habe einen Pastor, einen Kollegen, der hat eines Tages eine E-Mail bekommen. Und da war eine Frau, die schrieb ihm, ich habe
Ich muss Ihnen sagen, lieber Pastor, ich lebe hier in einem Land, in dem die Christenheit unterdrückt wird. Es gibt keine Adventgemeinde hier. Und ich höre deine Vorträge im Internet. Und jedes Mal, wenn du, lieber Pastor, einen Aufruf machst zur Taufe, hebe ich meine Hand und sage, ja, ich will getauft werden. Aber ich kann mich nicht taufen lassen. Hier gibt es keine Adventgemeinde. Hier haben wir keine Religionsfreiheit. Pastor, was soll ich tun? Mein lieber Freund, egal, in welchem Land du heute unterwegs bist, aber wenn dieses Land Religionsfreiheit hat, dann danke Gott dafür und geh diesen Schritt im Glauben vorwärts. Und du wirst sehen, wenn du ja sagst zu Jesus, wenn du dich taufen lassen wirst, wirst du damit auch andere Menschen wiederum segnen. Hier ist die Wahrheit über die Taufe. Der Äthiopier akzeptierte Jesus und seine biblischen Lehren. Er bekannte sich öffentlich zu Jesus und er wurde durch vollständiges Untertauchen getauft. Das griechische Wort hier, wollen wir das mal gemeinsam aussprechen? 1, 2, 3 und Baptizo, sehr gut, jetzt kannst du Griechisch. Das griechische Wort Baptizo bedeutet eintauchen, tauchen oder sich ins Wasser stürzen. Das ist also schon aus der Wortbedeutung, aus dem Griechischen heraus ganz klar. Eine Taufe geschieht immer durch vollständiges Untertauchen. Und dieses Wort hier, Baptizo, wird auch verwendet in der griechischen Literatur. Es steht hier zum Beispiel für eine Frau, die ein Kleidungsstück färben möchte. Sie nimmt dieses Kleidungsstück und taucht es vollständig unter Wasser. So ist es auch bei der Taufe. Jetzt fragst du dich vielleicht so, hey, warum muss ich direkt komplett unter Wasser sein? Schau mal, haben dich deine Füße in die Irre geführt? Haben deine Augen vielleicht falsche Dinge gesehen? Hat dein Mund falsche Worte gesprochen? Haben deine Ohren falsche, sinnige Sachen gehört? Ich glaube, wir haben mit unserem ganzen Körper gesündigt, oder? Und natürlich wird das alles über den Verstand gesteuert, aber es ist entscheidend, dass der gesamte Körper, also geht es um eine totale Hingabe, unter Wasser geht, ist ja eine symbolische Handlung, ja, damit wir gereinigt werden von unseren Sünden, vollständig. Wann begann man mit der Taufe von Säuglingen? Irgendwann hat man ja angefangen in der katholischen Kirche, die Kleinkinder oder die Säuglinge mit Wasser zu besprengen oder zu begießen. Erst durch das Konzil von Ravenna 1311 nach Christus wurde das Besprengen und das Begießen offiziell als Praxis in die Kirche eingenommen oder kam da hinein. In den ersten Jahrhunderten haben wir das nicht, da wurden die Christen tatsächlich getauft durch vollständiges Untertauchen. Es ist interessant hier, wir haben also in der Christenheit, in der Kirchengeschichte unbiblische, ich könnte sogar sagen, ja, satanische Irrlehren, die von außerhalb reingekommen sind, vom Heidentum in die großen Kirchen. Ob das die Kinder-Babytaufe ist, ob das die Sonntagsheiligung ist oder ob das die unsterbliche Seele ist, das ist ja biblisch faktisch falsch. Wir haben eine Erwachsenentaufe, wir haben nicht die Sonntags-, sondern die Sabbats-, also die Samstagsheiligung, ja, das ist der biblische Ruhetag. Auch hat der Mensch keine unsterbliche Seele, sondern der Mensch ist eine Seele, der Mensch ist das Leben und Unsterblichkeit erhalten wir erst, wenn Jesus Christus uns diese schenkt. Denn nach dem Tod ist es wie ein Schlaf und wir warten bis zur Wiederkunft Jesu. All das kam durch das Heidentum hinein, auch die Kinder, die Säuglingstaufe hier. Warum wurde das eingeführt, das Besprengen? Priester wurden an das Bett Sterbender gerufen und die hatten die Aussage von Jesus im Kopf, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und so dachten sie, hey, die müssen schnell noch getauft werden, damit sie erlöst werden können. Also haben sie in nasse Tücher eingewickelt, die sterben dann. Irgendwann dachten sie sich, okay, das ist sehr aufwendig. Wieso machen wir es nicht so, dass wir gleich die Kleinkinder oder Babys taufen und dann sind sie ja gleich erlöst, oder? Und außerdem dachte man auch, dass jedes kleine Kind oder jeder Säugling die Erbsünde von Adam trägt. Und natürlich ist es so, dass wir schon meinen von der Bibel her, dass wir in Sünde geboren sind, also schon als Sünde auf die Welt kommen. Aber ich meine, eine Taufe wird uns nicht von der Erbsünde Satans insofern befreien, dass eine Taufe die Sünden von Adam vergibt. Denn jeder Mensch steht selber vor Gott da als Individuum und muss eine aktive Entscheidung, wenn er das kann, also Säugling und Baby kann ja keine aktive Entscheidung für Jesus treffen, oder? Also jeder Mensch muss eine eigene persönliche Entscheidung für Jesus treffen und dann folgt die Taufe. Also somit also haben wir hier eine Irrlehre, die hineingekommen ist in die großen Kirchen. Wofür steht die Taufe? Vielleicht fragst du dich, wenn ich in das Taufbecken gehe, was bedeutet das? Wofür steht die Taufe?
In Römer Kapitel 6, Vers 3 lesen wir: Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen, was getauft? In seinen Tod getauft sind. Wenn wir getauft werden, dann in seinen Tod. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben mit Jesus unterwegs sind. Was passiert bei der Taufe? Wir sagen Tschüss, goodbye, au revoir zu unserem alten sündigen Leben. Unser altes sündiges Leben stirbt. Das heißt nicht, dass du niemals mehr wieder sündigen wirst. Aber du erhältst die Kraft, die Allmacht Gottes, den Heiligen Geist in deinem Leben. Einige Menschen fragen mich, Daniel, muss ich perfekt sein, bevor ich getauft werde? Muss ich mir alle Sünden ablegen? Natürlich geht es darum, dass ich mich bewusst für Jesus entscheide und dass ich auch weiß, worum es geht. Aber perfekt werde ich niemals vor der Taufe. Auch nicht nach der Taufe. Denn vollkommen perfekt werden wir erst dann, wenn Jesus Christus wiederkommt und es einen neuen Körper gibt. Natürlich können wir mit der Kraft Gottes immer weniger sündigen. Das ist auch das Ziel, dass wir perfekt vollkommen sind. Aber das ist ein Wachstum. Da geht es Schritt für Schritt die Leiter nach oben. Was passiert bei der Taufe? Wir sagen bewusst Nein zu unserem alten sündigen Leben. Unser altes sündiges Leben lassen wir dort im Wassergrab. Du sagst, wenn du dich taufen lässt, Herr Jesus, ich möchte mein sündiges Leben hinter mir lassen. Ich möchte ein neues Leben in dir. Ich möchte in dir, Herr Jesus, neu geschaffen werden. Wir erleben also in dem Wassergrab, dass unsere Sünde dort gelassen wird, dass wir reingewaschen werden von der Sünde. Und vielleicht sagst du heute, ich bin so ein großer Sünder. Ich bin abhängig von Drogen, von Alkohol, habe mich sexuell vergangen, sagst du vielleicht. Du denkst in deinem Leben, ja, Stolz, Kritiksucht, üble Nachrede ist da. Weißt du, wir alle brauchen eine Vergebung der Sünden. Und Jesus möchte, dass wir alle getauft werden. Denn wenn wir getauft werden, bleiben unsere Sünden in dem Wassergrab. Und ich freue mich, dass wir alle einen Neustart, einen Neuanfang durch Jesus Christus, unseren Erlöser, erhalten. Schließlich stehen wir dann auf. Ja, wir sagen nicht nur, wir lassen nicht unser altes Leben nur im Wassergrab, sondern wir stehen auf zu einem neuen Leben in Jesus Christus. Vielleicht wünschst du dir, dass deine sündige Vergangenheit einfach ausgelöscht wird. Vielleicht willst du deine Zeit einfach zurückspulen, neue Entscheidungen treffen. Da gibt es Schuld und Sünde, die dich belastet. Mein Freund, du lässt das in einem Taufbecken und du stehst auf zu einem neuen Menschen. Und wenn dein Satan zu dir sagt, 6 Monate nach deiner Taufe, hey, vor 3 Jahren vor deiner Taufe, da warst du so böse und so schrecklich, dann kannst du sagen, mein altes, sündiges Leben ist wo geblieben? Im Taufbecken. Da gab es eine Frau, die hat sich unglaublich auf ihre Taufe gefreut. Die Taufe, Handlung fand statt, da war der Pastor und taufte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann tauchte dieser Pastor die Frau unter Wasser für 5 Sekunden, für 10 Sekunden. Und die Frau kam nicht wieder hoch. Für 30 Sekunden, die Leute wurden unruhig und dachten sich, was ist denn hier los? Nach einer Minute tuschelten die einigen, hatten schon Angst und Panik. Und dann endlich nach 2 Minuten kam die Frau aus dem Taufbecken geschossen. Und die Menschen dachten sich, hat der Pastor hier irgendwas falsch gemacht? Ist beim Pastor noch alles richtig da oben? Was sie aber nicht wussten, das hat der Pastor später dann erklärt, allen Beteiligten, diese Frau wollte bewusst lange unter Wasser bleiben. Sie war Apnoe-Taucherin und die trainieren, die Luft anzuhalten. Die sagte, ich möchte gerne lange in einem Wassergrab bleiben. Ich möchte nicht wirklich sterben, aber ich will dort bleiben und aufstehen zu einem neuen Leben in Jesus Christus. Wenn du in das Taufbecken gehst, wirst du untergetaucht werden und stehst auf zu einem neuen Leben in Jesus Christus. Wisst ihr, welchen Moment ich immer am meisten liebe? Wenn Menschen aus dem Taufwasser herauskommen. Das ist der schönste Augenblick bei der ganzen Taufe. Ich konnte einige Menschen taufen in meinem Leben, hier, aber auch im Ausland, weiter weg. Und dieser Moment, wenn die Menschen wieder aus dem Wasser kommen, grandios, herrlich, atemberaubend. Es ist eine Sache, ein paar neue Schuhe zu kaufen, das neue iPhone zu haben oder was auch immer neu zu haben, neu zu besitzen, neu zu erwerben. Diese Freude ist aber nichts im Vergleich dazu, wenn du weißt, du hast einen Neuanfang mit Jesus Christus, du bist ein neuer Mensch geworden in ihm. Dann kommt der Friede Gottes in dein Leben. Du bist da nicht perfekt und vollkommen, aber
Du gehörst nun offiziell zu Gott und er hat dich rein heilig gemacht. Er hat dich angenommen. Und wenn du in dieser aktiven Beziehung zu Jesus Christus bleibst, dann wirst du immer wieder erleben, wie er dir Sünden vergibt, wie du Erfahrung mit ihm machst, wie du andere Menschen zu Jesus führen kannst und du wirst sehen, wie er dich begleitet. Und dieses Abenteuer mit Gott ist phänomenal. Dafür leben wir, dafür schlägt unser Herz, dass wir mit Gott unterwegs sind. Die Taufe ist nicht das Ende, sondern der Anfang des christlichen Lebens mit Jesus Christus. Wir kommen zu Jesus so, wie wir sind. Wir studieren vorher die biblischen Wahrheiten, wir sagen Ja zu ihm. Irgendwann dann sagen wir, wir möchten einen weiteren Weg gehen. Also es ist wie bei der Hochzeit. Erstmal verloben wir uns mit jemandem und dann kommt die öffentliche Entscheidung. Wir sagen Ja zu Jesus vor dem ganzen Universum. Was passiert bei einer Taufe? In meinem Leben habe ich in Afrika, auf den Philippinen, Thailand, Costa Rica, Guam, Österreich und Deutschland viele Taufen erlebt. Ich war live dabei und ich konnte selber taufen. Was passiert bei einer Taufe? Das sind folgende Dinge. Erstens, alle Sünden sind vergeben. Jetzt fragst du dich vielleicht so, hey, ich dachte immer, wenn ich schon vorher bete, vergibt Gott mir alle meine Sünden. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir ja, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also Jesus vergibt uns alle unsere Sünden. Jedoch bei der Taufe haben wir nochmal eine bewusste Vergebung der Sünden, denn manchmal ist es ja so, dass wir uns an gewisse Sünden nicht mehr erinnern können. Natürlich können wir auch dann beten, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Aber bei der Taufe haben wir nochmal so einen bewussten, symbolischen, auch einen echten Neustart. Wenn wir in das Taufbecken gehen, dann sagen wir zu Gott, ich möchte gerne einen Cut machen, mein altes sündiges Leben hinter mir lassen und neu durchstarten. Vergib mir meinen Egoismus, meine Bitterkeit, meinen Wut, meinen Stolz, all das, was mich trennt, das möchte ich im Wassergrab lassen und aufstehen zum neuen Leben mit dir. In Apostelgeschichte 2, Vers 38, dort steht, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Wer soll sich taufen lassen? Ein jeder von euch. Also auch du, wenn du noch nicht getauft bist, oder vielleicht trifft auch die Wiedertaufe auf dich zu, auch du sollst dich taufen lassen. Das sagt die Bibel hier ganz klar. Warum sollen wir uns taufen lassen? Zur Vergebung der Sünden. Damit wir unsere Sünden in diesem Wassergrab lassen und zu einem neuen Leben in Jesus Christus auferstehen. Was passiert noch bei der Taufe? Zweitens, wir empfangen den Heiligen Geist. Wirkt der Heilige Geist schon vorher? Ja, hier und jetzt, gerade da, wo du im Internet diesen Vortrag schaust. Der Heilige Geist wirkt bei dir in deinem Leben. Aber der Heilige Geist möchte gern noch mehr in deinem Leben aktiv sein. Und das passiert eben, dann empfängst du den Heiligen Geist bei der Taufe. Und wir sind in dem gleichen Bibeltext, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr was empfangen? Gabe ist ein anderes Wort für Geschenk. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und das ist eine Verheißung, die gilt euch und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gott lügt nicht. Und Gott erfüllt seine Verheißung, auch in deinem Leben. Wenn du in das Taufbecken gehst, sagst du, Jesus, ich will, dass meine Sünden von mir genommen werden. Jesus, bitte schenk mir die Kraft und die Vollmacht des Heiligen Geistes. Ich wurde im Alter von 21 Jahren getauft. Und ich habe wirklich gemerkt, wie Jesus da bei der Taufe anwesend ist. Danach habe ich erfahren, wie Gott mich ausrüstet, wie er mich beruft und befähigt, das Wort Gottes weiterzugeben. Und das ist so eine große Freude zu erleben, wenn der Heilige Geist direkt durch mich redet. Das habe ich erlebt, zum Beispiel in Afrika damals. Später noch mehr dazu, wenn ich dir meine persönliche Geschichte mitteile heute in diesem Vortrag. Aber es ist genial zu sehen, wie Gottes Geist machtvoll am Wirken ist. Und es gibt nichts Schöneres im Leben. Also was passiert bei der Taufe? Alle Sünden sind vergeben. Wir empfangen den Heiligen Geist und wir werden aufgenommen in die Familie Gottes. Es gibt manche Menschen, die sagen mir, Daniel, ich möchte mich taufen lassen, das höre ich immer wieder, aber nicht in eine Adventgemeinde. Geht das, Daniel? Was sagt denn die Bibel hier? Apostelgeschichte 2, Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen, also 3000 Menschen hinzugefügt. Wo hinzugefügt? In die Gemeinde, in die offizielle organisierte Gemeinde. Weiter haben wir hier in Apostelgeschichte 2, Vers 42 die Worte der Bibel. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen und in den Gebeten. Wenn du dich taufen lässt, wirst du Teil einer Gemeinde.
einmal der weltweiten Gemeinde und dann einmal auch der einer lokalen Adventgemeinde. Jetzt kannst du natürlich dich fragen, warum denn Adventgemeinde? Okay, da würde ich dich einladen, überprüfe doch, wer oder was heute die Größe der übrigen darstellt. Gibt es heute eine Gemeinde Gottes? Gibt es heute viele Gemeinden? Wo möchte Gott dich haben? Das wäre ein anderes biblisches Thema, aber das in einem anderen Vortrag mehr dazu. Also Taufe ist immer verknüpft mit einer Gemeinde. Denn Gott möchte nicht, dass du einfach zurückgelassen wirst. Stell dir vor, da wird ein Kind geboren, das gibt es ja heute leider immer wieder, und es wird einfach ausgesetzt auf die Straße. Schrecklich, oder? Das Kind würde sterben. Es hat keine Liebe, keine Zärtlichkeit, kein Essen, kein Trinken. Keiner kümmert sich um das Baby. Es ist total schutzlos ausgeliefert. Und so ist es auch oft, wenn wir getauft sind. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind manchmal so ein geistliches Baby noch, ein kleines Kind. Wir müssen wachsen. Wir brauchen einander. Die Ermahnung, die Liebe, die Gemeinschaft, die Freude, die Hoffnung, Trost. Wir brauchen einander. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier geht es also um die Taufe. Hier geht es darum, dass Menschen hinzugefügt werden. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib, das ist der Leib Jesu, das ist die Gemeinde, getauft worden, ob wir Juden sind oder Grieche, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wer oder was ist der Leib? Sehen wir in 1. Korinther 12, das ist die Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 27 und 28, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt und so weiter. In welche Gemeinde sollst du dich taufen lassen? Die Gemeinde, mein Freund, die Kriterien der Bibel erfüllen, der biblischen Endzeitgemeinde. Da haben wir zum Beispiel Offenbarung 14, Vers 12, das ist die Gemeinde, die da die Gebote Gottes hält und den Glauben an Jesus bewahrt. Teil dieser Gemeinde zu werden, ist etwas Wunderbares, denn dann sind wir gemeinsam unterwegs. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn mit Wiedertaufe? Soll eine Person jemals wieder getauft werden, auch wenn sie schon durch Untertauchen getauft wurde? Wir halten mal kurz fest, also wenn man getauft wurde als Baby, als Kleinkind, ist die Taufe natürlich biblisch gesehen ungültig. Weil ein Baby kann sich ja nicht entscheiden, ne, für oder gegen Gott. Aber es gibt Menschen, die sind getauft durch Untertauchen. Und jetzt fragen sie sich, Gott, willst du, dass ich mich nochmal taufen lasse, also eine Wiedertaufe erlebe? Die Bibel erzählt hier eine unglaublich faszinierende Geschichte. Da ist Paulus, der geht nach Ephesus und trifft einige Menschen an, die schon getauft wurden durch Untertauchen. Das war die Taufe des Johannes. Schauen wir uns diese Geschichte näher an. Apostelgeschichte 19, Verse 2 bis 5. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. War die Taufe des Johannes gültig? War die biblisch? Natürlich, klar. Johannes der Täufer hat gepredigt, aber diese Gläubigen haben nicht verstanden, dass es den Heiligen Geist gibt und dass der Heilige Geist bei einer Taufe herausgegossen wird. Also da hat ein wichtiger Glaubenspunkt ihnen gefehlt. Wie bei einem Puzzlestück, ja, wenn es einem Puzzlestück noch fehlt, und wir das verzweifelt suchen, und erst wenn das Puzzlestück da ist, ist das Bild komplett. So erging es hier auch diesen Gläubigen. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, und das ist also Jesus Christus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Also sie haben sich jetzt hier diese Gläubigen taufen lassen, weil sie einen neuen Glaubenspunkt verstanden haben, angenommen haben. Und deswegen haben sie gesagt, unsere erste Taufe, naja, die war gültig, aber die zweite Taufe, die ist jetzt nochmal kompletter, die ist größer. Wir haben neue Dinge erkannt und sie haben sich auf diese neuen Glaubenswahrheiten taufen lassen. Da gibt es liebevolle Christen, die lieben Jesus von ganzem Herzen. Aber wenn sie neue biblische Wahrheiten hören, zum Beispiel das Thema Sabbat, Wiederkunft Jesu, Zustand der Toten, reine, unreine Speise. Da sagen mir Christen, Daniel, ich möchte mich gerne wieder taufen lassen auf den neuen biblischen Wahrheiten. Und ja, das ist biblisch. Das ist eine freiwillige Entscheidung jedoch und nicht von der Bibel vorgeschrieben. Also gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, ich möchte gerne aufgenommen werden in eine Gemeinde, in eine Eventgemeinde, ohne die Wiedertaufe zu erleben. Das geht auch. Aber wenn dich der Heilige Geist inspiriert und dich motiviert und sagt, geh den Schritt vorwärts, lass dich taufen auf die neuen biblischen Wahrheiten, dann folge dieser Einladung Gottes. Vor einigen Jahren habe ich Vorträge gehalten auf den Philippinen. Ihr seht hier auf dem Foto ganz links, das ist meine wunderschöne Frau, und daneben ist
eine andere Frau. Und diese Frau war aktiv in ihrer Kirche, in ihrer christlichen Kirche. Sie kam zu den Vorträgen und das war echt super spannend, immer zu sehen, wie sie da war. Am Anfang saß sie so ein bisschen mehr in der Mitte, hat zugehört. Dann kam sie und hat sich mal weiter vorne hingesetzt, war voll mit dabei und hat alles so aufgesogen, wie so ein trockener Schwamm Wasser aufnimmt. Sie hat sich entschieden für die Taufe, jedoch für die Wiedertaufe. Warum? Sie hat neue Wahrheiten gehört in diesen Vortragsreihen. Zustand der Toten, das Gericht Gottes. Da ging es um das Thema 1844. Da ging es um das Thema Zehnten. Da ging es darum, wer ist die richtige Gemeinde. Diese Frau hat das alles gehört und angenommen. So wollte sie unbedingt wieder getauft werden. Und dann kam der Tag ihrer Taufe. Die Frau war am Wasser. Da war jemand anders auch noch im Wasser. Das war der Pastor ihrer ehemaligen Gemeinde. Und der hat so krass auf sie eingeredet. Also er hat wirklich versucht, hey, lass dich da nicht taufen, das ist eine Sekte. Aber die Frau hat gesagt, ich habe das Wort Gottes studiert, ich habe alles überprüft. Und das hier ist keine Sekte, das ist die Gemeinde Gottes. Und ich werde mich nicht von dir überreden lassen. Ich werde mich hier taufen. Ich werde mich wieder taufen. Und schaut euch diese Frau an, wie sie strahlt, voller Glück und Zufriedenheit. Das war ein grandioser Tag in dem Leben dieser Frau. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Welche biblischen Gründe gibt es für die Wiedertaufe? Erstens, das sind Christen, die neue biblische Wahrheit entdeckt haben und Teil der Gemeinde werden wollen, die Gottes Gebote hält. Zweitens, es gibt aber auch Christen, die getauft wurden und sich von Jesus bewusst getrennt haben, aber wieder neu beginnen möchten. Das kommt auch immer mal wieder vor. Da geht es jetzt nicht darum, dass du, wenn du getauft wirst, in eine Gemeinde durch Untertauchen, du sündigst und dich deswegen wieder neu taufen sollst. Da gibt es also auch Extreme, dass Menschen sich 6-7 Mal wieder taufen lassen. Nein, es geht darum, wenn du dich bewusst von Jesus entfernt hast, also wirklich von ihm weggelaufen bist und du hast für einige Jahre warst du in der Welt und hast die Sünde mehr geliebt als Jesus und hast wirklich den Kontakt zu Jesus total verloren, dann haben wir die Möglichkeit der Wiedertaufe. Schau mal, das ist wie in der Ehe. Manchmal gibt es Streit oder irgendwie zofft man sich und dann verträgt man sich wieder, dann muss man nicht gleich wieder neu heiraten. Aber wenn Menschen sich wirklich auseinanderleben, sich trennen und sich vielleicht wieder scheiden lassen, gibt es da die Möglichkeit der Wiederheirat, dass die gleichen Menschen wieder neu heiraten? Natürlich, das ist möglich. So ist es auch mit der Wiedertaufe. Ja, ist denn die Taufe so wichtig und so relevant, fragst du dich vielleicht. Spielt das bei Gott so eine Rolle? Ist die Taufe, hat die etwas mit unserem Heil, mit unserer Erlösung zu tun? Hier die Antwort von Jesus, Johannes 3, Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wie muss ein Mensch neu geboren werden? Aus Wasser, das ist die Taufe, und aus Geist, das ist der Heilige Geist. Und beides erleben wir bei der Taufe, da wird ein Mensch getauft durch Untertauchen und der Heilige Geist kommt in sein Leben. Und dann kann er und wird er in das Reich Gottes hineingehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, was ist denn mit dem Schächer am Kreuz? War er denn körperlich in der Lage, sich noch taufen lassen zu können? Nein, natürlich nicht. Ging nicht, hing am Kreuz. So gibt es auch Menschen, die einfach, wo es einfach nicht geht. Und Gott schaut in das Herz der Menschen hinein. Das ist ganz entscheidend. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dich taufen zu lassen, dann geh diesen Schritt vorwärts. Markus 16, Vers 16. Wer aber glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Glaube, das ist die Entscheidung, Ja zu sagen zu Jesus Christus und ihm zu leben, das ist diese Beziehung mit ihm. Und dann geht es um die Taufe, das ist einfach der nächste Schritt. Dieser Mensch wird dann gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich möchte einmal dir ein wenig von meiner Geschichte erzählen. Ich bin aufgewachsen als gläubiger Christ. Hier auf dem Foto war ich noch ein bisschen jünger wie heute. Meinen Eltern, beziehungsweise mein ganzes Elternhaus und meine Großfamilie, da gibt es insgesamt 7 Pastoren und ich wollte niemals Pastor werden. Ich war Teil der Wendgemeinde schon von Kind auf, bin da mitgegangen und ich war da gerne. Warum? Ich hatte da meine Freunde, meine Familie in der Wendgemeinde, das hat mir Spaß gemacht. Auf der anderen Seite, was ich auch schön fand, das waren immer die täglichen Familienandachten. Da haben wir dann die Kinderbibelgeschichten gehört, wir haben sie angeschaut und ich fand es toll, wie David mit Goliath gekämpft hat. Das waren auch meine Vorbilder. Ich wurde dann immer größer und entdeckte irgendwann, es gibt auch noch ein anderes Leben da draußen. Nicht nur dieses christliche, behütete Leben, sondern auch ein Leben ohne Jesus Christus. Und dieses Leben habe ich dann erfahren,
als ich in die Schule ging. Da hatte ich Freunde auf einer nicht-christlichen Schule, mit denen ich einfach abhängen wollte, meinen Spaß haben wollte. Und ich weiß noch genau, wir sind dann zu den Videotheken hingegangen. Damals war noch nicht groß mit Internet. Wir haben uns dann irgendwelche DVDs ausgeliehen und dann ging es dann los mit den ganzen Filmen. Natürlich gibt es heute auch gute Filme, aber das meiste, was wir haben in den Medien, ist wirklich Müll. Das ist die beste Werbung für das Reich, nicht Gottes, sondern das Reich Satans. Und dann weiß ich noch, da haben wir uns dann irgendwelche Filme angeguckt, wie, weiß ich nicht, ob du das kennst, wenn du zu der jüngeren Generation gehörst, wahrscheinlich schon, Fast and the Furious, gibt es ja heute viele Reihen davon. Und Fast and the Furious war so illegales Autorennen, so eine Geschichte. Und ich dachte mir, boah, die haben ja einen Spaß, die sind mega cool und mein Leben ist so langweilig in der Kirche. Und irgendwann hatte ich den Gedanken, ich möchte gerne ausbrechen und mein eigenes Ding machen. Ich bin dann losgezogen in mein Leben mit meinen Freunden. Meine Eltern wussten davon auch nicht so richtig Bescheid. Ich habe das viel auch heimlich gemacht. Und dann ging es dann los mit Alkohol, mit Partys, mit Diskotheken, mit den ganzen wilden Geschichten, die dazugehörten. Und ich muss sagen, für den Moment hat mich das tatsächlich auch glücklich gemacht und erfüllt. Und ich dachte, boah, das ist ja echt ein genialer Kick. Aber der nächste Morgen, das Übermorgen, es war danach nicht mehr so schön. Und manchmal habe ich mich gefragt, Daniel, was hast du da gemacht an diesem Abend, in dieser Nacht? Du hast dich mehr verhalten wie ein Tier als ein Mensch. Und darüber war ich nicht stolz. Ich weiß noch, eines Tages, da war das so in meinem Leben, da war ich gerade unterwegs in so einer Disco-Nacht. Plötzlich bemerkte ich, wie ich meinen Körper so verließ. Also ich habe meinen Körper jetzt nicht tatsächlich verlassen, aber es war so, als ob jemand anders mich kontrollieren und lenken würde von oben. Wie so eine übernatürliche Erfahrung, dass ich ja rausgehe aus meinem Körper. Und nach dieser Disco-Nacht, oder eigentlich mittendrin, sagte jemand zu mir, Daniel, ich glaube, du bist besessen. Ich dachte mir, nee, das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch hier ein Pastorenkind in der Eventgemeinde. Das ist unmöglich. Ich rutschte immer tiefer in die Sünde hinein. Und eines Tages war es dann so weit, ich war im Ausland unterwegs, in einem dritten Weltland, hatte meinen Mietwagen geholt, den ich zurückgegeben, hatte auch keine Papiere dabei. Ich wollte den Wagen schon irgendwann zurückgeben, aber nicht an diesem Tag. Da stoppte mich eine ganz normale Polizeikontrolle und ich dachte mir, ich mache so wie in einem Film, ich werde einfach abhauen, abdüsen. Ich guckte dann in den Rückspiegel und tatsächlich, die Polizei machte gar nichts und dachte, boah, das ist aber mega cool, ja, mit lauter Musik einfach davon fetzen, davon rasen. So eine Fahrflucht ist ja ziemlich einfach. Ich bin dann einige Zeit später verkehrt darum in eine Einbahnstraße gefahren. Da gab es dann wieder eine nächste Polizeikontrolle. Diesmal bin ich wieder abgehauen. Jedoch wurde ich dann verfolgt. Erstmal mit einem Auto, dann noch mit einem Polizist, der eine halbautomatische größere Waffe hatte. Vielleicht war es auch eine automatische Sache, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich mit einem Auto gegen ein anderes Auto und gegen ein Motorrad und noch mit so einer größeren Waffe keine Chance habe. Und ich habe dann, es war schrecklich, ich bin über den Markt da gerast. Hab zum Glück keinen Menschen mitgenommen, wieder verkehrt herum in der Einbahnstraße. Das war eine Verfolgungsjagd und ich bin Gott dankbar, dass nichts passiert ist im Nachhinein. Ich wurde aus dem Auto gezerrt und ihr kennt diese Szene aus den ganzen Filmen. Und dann hat man mich gleich abgefunden und gesagt, so, du musst jetzt für mindestens 2 Wochen ins Gefängnis. Wie gesagt, das war ein drittes Weltland, ich war ein junger Kerl und ich habe so eine Angst gehabt, ich habe so angefangen zu heulen. Mein Auto wurde weggenommen, ich wurde abgeführt, kam vor so einem Schnellrichter, vor so einem Hauptkommissar, der über meinen Fall entscheiden sollte. In diesem Moment, als die Polizisten um mich herum standen, die hat mich alle eingefangen, habe ich gedacht, Daniel, bete mal. Und ich dachte mir, ey, du kannst doch jetzt nicht beten, das geht doch gar nicht. Warum soll Gott jetzt eingreifen? Das ist doch deine falsche Entscheidung. Aber ich habe trotzdem diesen Gedanken gehabt, bete, vielleicht wird Gott dir helfen. Ich habe gesagt, Gott, wenn du da bist, dann tu etwas, dann greif ein. Tatsächlich, es war dann so, ich hab gebetet in Gedanken. Plötzlich hob dieser Schnellrichter, dieser Hauptkommissar den Arm, er zeigte auf den Ausgang und sagte, du bist frei, du kannst gehen. Ich dachte mir, wie was, ich kann einfach so gehen? Und die Polizisten um mich herum wollten mich gar nicht gehen lassen, aber ich war frei. Und ich bekam das Auto wieder, keine Strafe, gar nichts. Gnade vor Recht. Wow, was für ein großartigen Gott. Ich habe ihn live erlebt. Leider war ich aber so tief in der Sünde drin, dass ich nicht rauskam aus den ganzen Gewohnheiten, den falschen Kontakten, die ich hatte, aus Beziehungsgeflechten und so weiter. Und ich rutsche immer tiefer rein in Depressionen, in den Alkohol und in viele andere Dinge, die mich einfach zerstörten. Und ich lebte nur noch von einer Party zur nächsten. Eines Tages wollte ich mir dann mein Leben nehmen. Ich bin Gott dankbar, dass das nicht funktioniert hat, dass er eingegriffen hat. Und dass er einfach da war und das dann aufgehört hat, dieser Versuch.
Aber das war eine harte, heftige Phase in meinem Leben. Ich hatte keinen Sinn mehr und ich dachte mir, warum existiere ich? Und Gott kann mir sowieso meine Sünden nicht mehr vergeben. Ich habe mich zu weit von Gott entfernt. Eines Tages saß ich dann in einer Predigt, ziemlich weit hinten. Und ich dachte so, boah, das ist ja gar nicht für mich, das ist so langweilig. Und dann am Ende hat dieser Prediger eine Geschichte erzählt von einem Mädchen, das im Satanismus verstrickt war. Dieses Mädchen war ja okkult verseucht, also. Und Satan hatte Macht über dieses Mädchen gehabt und das Mädchen wurde frei. Und ich dachte mir, so, wenn dieses Mädchen frei werden kann in dieser Geschichte, dann kann Gott mir auch helfen. Ich bin dann in dunkelster Nacht zu diesem Verkündiger, zu diesem Pastor hingegangen, habe ihm meine Geschichte erzählt und ich dachte, jetzt würde er erstmal voll den Schock bekommen, hat er aber nicht. Und er hat mich einfach gefragt, Daniel, willst du neu anfangen? Willst du neu starten? Willst du Vergebung haben? Frieden, Glück, Hoffnung, Frieden, Trost? Und ich sagte, ja, das will ich, aber was muss ich tun? Und er sagte zu mir, Daniel, komm, lass uns gemeinsam niederknien und sag ja zu Jesus Christus. Und dann habe ich im Alter von 21 Jahren zum ersten Mal bewusst auf die Erde gekniet. Ich habe gebetet und ich habe gesagt, Herr ich konnte den Namen Jesus nicht mal richtig aussprechen. Und ich habe dann gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir alle meine Sünden. Ich möchte gerne dein Kind sein. In diesem Moment habe ich so ein Glück, so einen tiefen Frieden, so eine Freude erlebt, wie noch nie zuvor. Ich bin aufgestanden, war ein neuer Mensch und ich wusste das. Ich habe mich getrennt von dem Bösen, von der Sünde in meinem Leben. Das war ein Kampf und der Kampf dauert bis heute an. Ich bin ja nicht perfekt und vollkommen, aber ich habe jemanden, der mich über alles liebt, der mich annimmt, so wie ich bin. Ich habe einen Sinn in meinem Leben und Gott hat mich berufen dann, für ihn tätig zu sein. Wie war das? Tief in mir war dieses Verlangen, dieses Brennen, diese Leidenschaft. Das Einzige, was du auf der Erde machen kannst, ist doch, was wirklich nur Sinn macht, aller Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Da war ich in Afrika, stand vor, direkt ja, nach meiner Taufe oder einige Zeit danach, stand vor hunderten Menschen, hatte keine Ahnung vom Predigen, also hatte schon mal früher so ein bisschen probiert, aber ich hatte echt Muffensaus, mich nicht richtig vorbereitet und da habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt und direkt durch mich redet. Unglaublich. Männer haben sich dann der Vortragsreihe ungefähr 70 Menschen taufen lassen. Das war genial. Und das habe ich gesehen, ob das in Asien war, in Deutschland. Jetzt ich als Pastor, jedes Mal, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, ja zu ihm sagt, bei einer Taufe, für eine Taufe, wenn jemand so einen Vortrag sieht und sich für Jesus entscheidet, das ist so genial, das ist das Größte im Leben überhaupt, wenn man sieht, wie Gott durch einen persönlich wirkt. Ich habe dann eines Tages gesagt, gut, ich werde Theologie studieren, ich möchte gerne für Gott arbeiten. Ich habe dann kein Geld gehabt und habe gesagt, Gott, du kannst mir jetzt hier helfen, ich brauche so und so viel Geld. Und plötzlich war Geld da, 3000 Euro von jemand, der mich gar nicht kannte. Zack, oder er kannte mich kaum mehr, auf mein Konto überwiesen. Und ich sagte ihm dann, wie ist das möglich? Und er sagte, ja, er hat eine gute Verbindung zu Gott und er weiß, ich brauche Geld. Ich habe gesehen, wie Gott mich bewahrt hat bei Unglücksfällen, wo ich einen Berg runtergerutscht bin, ein Gletscher dort in der Schweiz. Ich war lebensmüde mit meinem Kumpel zusammen, sind wir auf Tüten runtergerutscht beim Gletscher. Und dann kam ein Abhang, ich konnte mich noch kurz festhalten, dann ist mein Kumpel mich hereingerutscht und dann war ich in der Luft im freien Fall und ich wusste, kennst du das? So einige Sekunden vor dem Unglück, gleich passiert etwas Schreckliches, etwas Furchtbares. Und ich bin dann gefallen und ich wusste, gleich werde ich mit dem Kopf gegen den Felsen stoßen. Aber irgendetwas hat mich gedreht und dann bin ich auf meine Seite geknallt, es hat geknackt und ich dachte, jetzt ist alles durch. Da sind zwei Wunder passiert. Erstmal hat wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, der Engel mich gedreht, dass ich nicht auf den Kopf, sondern auf die Seite gefallen bin. Und zweitens ist nichts passiert. Ich konnte wieder aufstehen, nichts gebrochen und ich konnte den Berg weiter heruntersteigen mit meinem Freund zusammen. Ein großes Wunder. Ich habe dann darum gebetet, Gott, schenk mir doch eine Frau. Das ist ein Geschenk Gottes. Und ich habe gesucht, gefunden und ich meinte, ich finde es, aber ich habe eine Frust und Enttäuschung erlebt. Bis ich irgendwann zu Jesus gesagt habe, bitte übernimm du die Kontrolle über mein Leben und ich will, dass du hier mich leitest. Und dann war sie da, die heutige Frau in meinem Leben. Eine unglaubliche Erfahrung, mein Gott. Ich könnte jetzt noch so viel erzählen, aber die Zeit reicht nicht. Ich weiß eins, ein Leben mit Gott macht so viel Sinn und Freude und Glück. Dann irgendwann, das möchte ich dir noch gerne erzählen, das war ja dann direkt nach meiner Entscheidung für Jesus am Tag der Taufe, da war ich im Taufbecken und ich habe wirklich gespürt, wie Jesus, so wie wenn er so neben mir steht, wie wenn er mich so umarmen würde, dass er dort anwesend war. Das war so eine heilige, tiefe Freude. Jesus ist mein Freund, er liebt mich über alles. Und das Gleiche will er auch gerne für dich tun. Der Geist Gottes sagt dir heute, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst.
Überall auf der Welt lassen sich Menschen taufen. Wir leben heute in den letzten Stunden der Weltgeschichte. In Rumänien, da kommen Menschen, drei Frauen zur Taufe in ihren Hochzeitskleidern. Eine Mutter im Alter von 84 Jahren mit ihren beiden Töchtern, 23 und 24 Jahren. Sie sagen, wir möchten mit Jesus Christus gehen und sie werden getauft in ihren Hochzeitskleidern. Gott bewegt die Menschenherzen. In Nicaragua, Lake Nicaragua, christliche Vorträge finden statt. Über 1800 Menschen werden an einem Tag durch Untertauchung getauft. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist eine Bewegung auf der ganzen Welt. Gott bereitet die Menschen vor auf sein Kommen. Hier, 4200 Menschen werden in Peru an einem Tag getauft. Gekauft werden sie nicht. Warum? Weil es immer eine freiwillige Entscheidung ist für Jesus Christus. Jeder Mensch erlebt, wie grandios, wie toll Gott ist. Gott ist am Wirken hier in den Philippinen. Da haben sich zehntausende Menschen nach den Vorträgen in der Taufe Jesus geweiht. Hier in einem Tag über 3000 Menschen, die getauft werden. Wo auch immer du heute bist, wo auch immer du diesen Vortrag heute anhörst, Gott ruft dich. Er möchte dir gerne seinen Frieden, sein Glück und seine Freude geben. Er will dich gerne befreien von Schuld, Sünde und von deiner Vergangenheit. Hier in Papua-Neuguinea, in dem Hochland von Goroka, ungefähr 60.000 Menschen versammeln sich, schlafen auf dem Boden für 10 Tage. An einem Nachmittag versammeln sie sich an einem nahegelegenen Fluss. Die Menschenmenge ist so groß, man kann es nur überblicken, indem man mit einem Helikopter von oben die Szenerie überblickt. Tausende lassen sich taufen für Jesus Christus. Mein Freund, heute, in diesem Moment, lassen sich wieder Menschen taufen. Wir können davon ausgehen, dass ungefähr 3200 Menschen sich taufen lassen. Jedes Jahr, jeden Tag in die Eventgemeinde. 3200 Menschen am Tag. Gott tut gerade Großes, das ist Ruanda. Es gab ja an über 2000 Orten christliche Vorträge und es ließen sich insgesamt 100.000 Menschen taufen. Allein an einem Tag, hier 6.000. Möchtest du nicht auch zu den Menschen gehören, die sich taufen lassen? Jede 27 Sekunden wird ein neuer Mensch getauft. Wir haben gerade gesagt, das sind 3200 Menschen am Tag. Jede 3,5 Stunden ungefähr wird eine neue Adventgemeinde organisiert. Willst du nicht Teil dieser letzten weltweiten großen Bewegung sein? Heute ruft Jesus dich und er sagt dir, ich liebe dich über alles. Ich nehme dich so an, wie du bist. Ich habe einen grandiosen Plan für dein Leben. Komm in meine Arme, sag ja zu mir, glaube mir, vertraue mir, lass dich taufen. Vielleicht bist du noch nicht getauft und du fragst dich, ist das Gottes Wille für mein Leben? Dann bete und frage Gott, ist das dein Plan für mich? Möchtest du das? Und Gott wird dir antworten. Lass dich taufen, wenn du getauft wurdest durch als Baby, als Kleinkind und du erkennst jetzt, dass es nicht die biblische Form der Taufe, dann lass dich taufen durch Untertauchen in der Erwachsenentaufe. Oder du sagst, ich möchte mich gerne wieder taufen lassen. Du hast neue biblische Wahrheiten entdeckt und auf die möchtest du dich gerne taufen lassen, beziehungsweise du hast dich bewusst entfernt von Gott einige Jahre und willst dich wieder taufen lassen. Du kannst mir deine Entscheidung mitteilen. Sende einfach eine SMS mit Taufe an folgende Nummer 0151 440 65805 oder sende mir eine SMS mit dem Titel Wiedertaufe. Hier auf der Folie ist es ein wenig falsch. Also es geht nicht um Bibelstunden. Die zweite SMS, das ist Wiedertaufe. Also wenn du dich taufen lassen willst, sende mir eine SMS mit Taufe. Wenn du dich wieder taufen lassen willst, sende mir eine SMS mit Wiedertaufe an diese Nummer hier. Ich muss dir erzählen, ich erhalte immer wieder diese Kurznachrichten. Jetzt vor ungefähr einer Woche, da war ein junger Mann aus Nordrhein-Westfalen, er hat Vorträge im Internet gesehen von meinem Onkel oder vielleicht war es auch von mir, Vorträge, die wir gehalten haben in unserer lokalen Adventgemeinde und hat ein junger Mann sich getraut, mir eine SMS zu schicken, denn das ist meine Nummer hier. Und dann ist mit mir in Kontakt getreten. Und dieser junge Mann hat die Liebe Gottes entdeckt, den Erlösungsplan begriffen, hat ja gesagt zu Jesus Christus, will seine Gebote halten, hat schon so viel verstanden, rein und unrein. Er versteht, es ist ein Gericht Gottes im Himmel gerade tagt. Er will sich vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu, hat verstanden, dass wir heute auch ja, in der Eventgemeinde die Gabe der Prophetie haben. Hat ja gesagt, der Pastor hat ihn besucht und der Pastor hat mir vorgestern geschrieben, hat gesagt, Daniel, ich freue mich so auf diesen jungen Menschen, der sich im Sommer taufen lassen will. Willst du nicht auch zu diesen Menschen gehören, die ja sagen zu Jesus, sende mir doch einfach die SMS, einfach nur mit Taufe oder Wiedertaufe und ich werde mich bei dir antworten und ich freue mich auf deine Entscheidung. Du triffst die Entscheidung für Jesus Christus und ich freue mich,
dass du diese Entscheidung niemals in deinem Leben bereuen wirst. Danke Gott für diesen wichtigen Schritt in deinem Leben gehen wirst. Wollen wir noch gemeinsam beten? Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du uns rufst, dass du uns liebst und danke dafür, Jesus, dass du uns bewegst, im Glauben einen Schritt vorwärts zu gehen. Ich bitte dich einfach für die Entscheidungen, die getroffen werden, hier und jetzt, vor dem Bildschirm, dass du da bist und uns begleitest. Und danke dafür, dass du uns ein Leben geben wirst mit vollem Elan, mit voller Freude, mit vollem Glück und auch mit Hoffnung in jeder Krise. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Es geht weiter. Unser nächstes Thema ist, welche Kirche würde Jesus besuchen? Gibt es heute eine Kirche auf der Erde oder gibt es viele Kirchen? Und wo und wie finde ich die Kirche Gottes heute? Das wollen wir nächstes Mal studieren und ich freue mich auf dich. Alles Gute und Gottes Segen und bis dann. Ciao.